Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video von McAllister's Outdoor Cooking. Wir machen heute wieder eine Nummer aus dem Dutch Oven, nämlich eine Jäger-Gyros-Pfanne, einen Jäger-Gyros-Topf. Also mal wieder zwei Gerichte in einem kombiniert. Wird wieder eine richtig geile Nummer, davon gehe ich jetzt schon aus. Und wie wir das alles machen, das seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Wir legen auch schon gleich mit den Zutaten los. Hier hinten unser Hauptdarsteller heute, unser später werdendes Gyrosfleisch, ist Schweinenacken, geschnitten wie eben so geschnetzeltes in richtig feine Streifen. Wir brauchen Zwiebeln, in dem Fall rote Zwiebeln, auch in dünne Streifen geschnitten. Hier haben wir ein bisschen Bacon. Wir brauchen Knoblauch, Petersilie, reichlich Champignons, bisschen Olivenöl. Wir brauchen Metaxa, Creme Fraiche. Hier hinten hat sich Brühe versteckt. Und mein Gyroslav-Klose, das Gyros-Gewürz. Wie ihr seht, es ist ja schon alles klein geschnibbelt, von dem her können wir dann auch gleich loslegen. Das Rezept und die genauen Mengenangaben findet ihr unten in der Videobeschreibung, genauso wie den Link zu meinen Gewürzen. Support ist ja keine Einbahnstraße, also da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ansonsten könnt ihr da jedes x-beliebige Gyros-Gewürz verwenden, was ihr gern möchtet. Ja, und dann werden wir uns unsere Gyros-Mischung jetzt noch zusammenbrauen und zusammenmischen und damit starten wir jetzt. Ich habe mir hier so eine kleine Konzischale hergerichtet. Ihr könnt eine Schüssel nehmen, das macht ihr wie ihr wollt. Und da werden wir uns jetzt erstmal unser kleingeschnittenes Nackenfleisch in Gyrosform bzw. in Pfannengyrosform hier reingeben. An alle schlaube Schlümpfe, die jetzt wieder sagen, Gyros gehört ja vom Spieß, das ist vollkommen richtig, aber das Ganze geht ja hier auf Gyros-Pfannenart und da ist es eben einfach so. Und ja, da dürfen sich jetzt auch unsere Zwiebeln mit dazu gesellen, genauso wie unser Knoblauch. Wir geben dann einen kräftigen Schluck Olivenöl drüber, so gute 3-4 Esslöffel. Und dann werden wir hier eine reichliche Menge von unserem Gyros-Gewürz hier mit drüber geben. Und dann heißt es einmal rein mit die Hände. Im Idealfall habt ihr Handschuhe an oder auch nicht. Das macht ihr, wie ihr wollt. Und dann werden wir das alles hier einfach mal schön durchkneten. Ziel ist es, dass unsere Zwiebeln langsam das Saften anfangen und das Gyros-Gewürz einfach überall schön an unserem Fleisch verteilt ist. Das Öl, was wir da dazu gegeben haben, dient dann zum einen als Klebefunktion und im späteren Verlauf dann auch zum Anbraten. Und das soll es dann schon an Vorbereitungsarbeit gewesen sein. Unser Gyros können wir jetzt für gute Viertelstunde einfach mal ein bisschen durchziehen lassen. Gerne auch länger, wenn ihr die Zeit habt. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir uns gleich mal das Setup an. Dann kurz das Setup erklärt. Wir haben hier den Dutch Oven Gastisch vom Barbecue Toro. Das Vorstellungsvideo dazu vom letzten Jahr. Das kann ich euch hier oben irgendwo einfügen. Und als Dutch Oven werden wir heute den DO45 von Barbecue Toro verwenden. So viel einfach mal dazu. Und dann hätte ich gesagt, starten wir mit dem Brutzeln. Der DO45 qualmt, das heißt, er ist heiß. Und jetzt werden wir uns hier von unserem Gyros immer portionsweise ein bisschen was hineingeben. Denn im DO45 haben wir ein bisschen weniger Fläche zum Anbraten und wenn wir da jetzt alles reingeben würden, würde uns das alles wahrscheinlich nur das Kochen anfangen. Deswegen machen wir das alles hier portionsweise. Und anders wie bei Gerichten sonst bei mir, können die Zwiebeln heute richtig schön Farbe annehmen. Also da braucht ihr euch nicht genieren. Wir brauchen Röstaromen, davon lebt das Gericht. Und einen Vorteil vom Fleisch, den wir hier noch haben, das ist unser Schweinenacken. Der bleibt länger saftig. Würden wir jetzt hier nur Schnitzelfleisch nehmen, wie man es normalerweise bei so einem Pfannengyros nimmt. Das würde uns nur kurz trocken werden, aber hier beim Nacken sollten wir da überhaupt keine Probleme haben. Und jetzt lassen wir das alles hier erstmal brutzeln. Und nach ein paar Minuten haben wir das ganze Fleisch hier einmal durchgebraten. Und da ist jetzt auch schon schön Farbe mit dran. Hier unten haben wir natürlich jetzt auch einiges an Ansatz, aber das ist nicht so schlimm, denn jetzt kommen unsere Champignons zum Einsatz. Die werden dann noch ein bisschen wässern, deswegen geben wir die jetzt gleich rein. Und mit dem Wasser, was die Champignons dann lassen, können wir uns dann auch gleich den Ansatz hier vom Boden wieder rauslösen. Ach ja, und bevor wir es vergessen, den Bacon haben wir auch noch hier und den geben wir jetzt auch noch gleich mit dazu. Und weiter geht die wilde Fahrt. Und auch hier könnt ihr es jetzt schon langsam sehen, die Champignons sind schon eingefallen, also von der Größe von vorher ist nichts mehr zu sehen.
Und wir werden jetzt einfach unser angebratenes Gyros hier gleich wieder mit dazugeben und lassen jetzt alles nochmal schön auf Temperatur kommen und alles nochmal schön anbraten. Das ganze Fett, was ihr hier habt von unserem Gyros, das könnt ihr auch gerne mit dazugeben. Das ist alles blanker Geschmack. Und wir lassen alles weiter dahin brutzeln. Dann kommt jetzt mein Lieblingspart. Wir flambieren das Ganze einmal auf und dazu geben wir Metaxa dazu. Da kann ein großzügiger Schluck dazu. Und da brauchen wir nicht mal das Feuer hinhalten. Ihr seht, das Ganze flambiert schon von selber. Und da warten wir jetzt einfach, bis die Flamme erlischt. Der Alkohol verbrennt zum größten Teil und zurück bleibt einfach nur der gigantisch geile Geschmack vom Metaxa. Die Flamme ist erloschen und wir löschen das Ganze jetzt nochmal mit Brühe ab, beziehungsweise gießen das Ganze mit Brühe auf. Und das duftet schon richtig herrlich, Freunde. Also wenn wir jetzt nicht nur Creme Fraiche hätten, könnten wir das Ganze hier jetzt auch schon alles fertig servieren. Wir haben hier so ein richtig schönes Jägersüßchen, aber bei mir muss da Rahmen mit dran. Deswegen schnappen wir uns jetzt einfach hier den Becher Creme Fraiche. Geben die mit dazu und wir rühren das Ganze ein bisschen unter. Oh, und das schaut mega aus, wirklich mega, Freunde. Ich freue mich da wie ein Wahnsinniger drauf. Wir drosseln jetzt einfach noch ein bisschen die Temperatur. Geben den Dutch Oven Deckel drauf. Und dann lassen wir jetzt alles für eine Viertelstunde einfach gemütlich vor sich dahin kochen, dass das Ganze sich ein bisschen verbinden kann, gegebenenfalls noch ein bisschen andicken kann und ein bisschen Flüssigkeit verdampfen kann. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Deckel auch hier so ein bisschen quer anlegen, dass da einfach ja, der Rauch abziehen kann. Das macht ihr, wie ihr wollt. Gegebenenfalls könnt ihr später auch noch alles andicken. Aber das ist Zukunftsmusik, da schauen wir dann in einer Viertelstunde. Und dann hätte ich gesagt, wir sehen uns nachher wieder, beziehungsweise für euch die nächste Szene. Willkommen zurück, Freunde, da sind wir wieder und unser Töpfchen hat jetzt hier für eine Viertelstunde schön gemütlich dahin simmern können und das sieht einfach nur sagenhaft aus, Freunde, gigantisch. Uns fehlt noch eine Zutat, nämlich, dass wir ein bisschen Farbe noch mit reinbekommen, die Petersilie und da werden wir jetzt einfach was dazugeben, werden die mit unterrühren und et voilà, fertig ist unser Jäger-Gyros-Topf. Ich hätte gesagt, wir gehen rüber an den Tisch und dort werden wir das Ganze dann probieren. Und dann ist probierende Zeit, das Ganze direkt aus dem Topf raus hier. Das ist egal, da essen ja nur wir draus und ich hätte gesagt, guten Appetit. Alter Schwede, ist das genial, mega genial. Wenn ihr es nicht besser wisst, hätte ich gesagt, der Koch ist ein wenig verliebt. Dem ist nicht so. Also hier ist ein bisschen zu viel Salz dran. Das muss man am Anfang ganz klar sagen. Vielleicht in Summe mit dem Gyros-Gewürz und dem Bacon und der Brühe ein bisschen zu viel. Also vielleicht weniger Bacon verwenden und eine leichtere Brühe. Das ganz klar gesagt, werde ich aber auch so ins Rezept hineinschreiben. Aber geschmacklich im Ganzen ist das Ganze eine Megawucht. Also der typische Gyros-Geschmack, wie man kennt, und dann einfach diese Jägersoße mit Pilze, das Rahmige und der Metaxa-Geschmack mit dran. Freunde, das ist Butter. Absolut genial. Also in den Topf kann man sie so wirklich reinlegen, da kann man baden drin. Eine mega geniale, gelungene Aktion hier heute. Was kann man da noch als Beilage mit dazu essen? Ihr könnt Reis machen, ihr könnt Pommes machen, ihr könnt da Nudeln dazu machen. Da gibt es nichts, was eigentlich nicht passt. Eine mega geile Sache, das sei euch versprochen. Also das müsst ihr ausprobiert haben. Mal wieder eines der Rezepte, wo ich einfach sage, das ist unter meinen Top 10 Favoritenrezepten. Ich bin Freund von Metaxa, ich bin Freund von Jäger. Follower meines Kanals, die schon lange dabei sind, werden das wissen. Heute wieder so ein Kombi-Gericht. Hammergeil. Mit diesen Worten komme ich hier zum Schluss. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn es so war, gebt einen Daumen nach oben, freundlicher Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal sein, hier oben könnt ihr das dann gerne jederzeit nachholen. Dann bin ich raus. Sagt danke fürs freundliche Zusehen. Euer Mac Alistair, macht's gut. Und jetzt ist Schappi-Zeit.